Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf EdisWipe mit Excel zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh, nee, ich hasse das. So, Hallo. wir sind heute beim Unimog, bei Ludwig Weinfortner, Unimog am Steilhang versenkt. Ludwig Weinfortner, da haben wir schon mal ein Video geschaut und zwar mit dem Unimog, wenn mich nicht alles täuscht, war das genau hier, MB-Truck versus Case. Genau. Oh, da hat es Dislikes gehagelt. War ein geiles Video, aber wir haben die ganze Zeit nicht Unimog gesagt. Was haben wir gesagt? Warte, genau, du hast gesagt, ich habe es nicht korrigiert. Ja, oh, das war nicht Unimog, das war... MB-Truck. Es war ein MB-Truck und wir haben Unimog gesagt. So rum genau, war das. Genau, MB-Truck und genau so. Und wir haben Unimog gesagt. Ach, ein ja. Drama in den Kommentaren wieder. Frag dich nach Sonnenschein. Ja, man muss dazu sagen, da waren wir auch etwas müde. Das war, glaube ich, noch Vorproduktion. War in der Vorproduktion. Wir haben da echt viele Videos für den Urlaub auch und so. Ist egal, ist keine Ausrede. Ihr habt es ja korrigiert. Mehrfach in den Kommentaren. Kuss geht raus und hier gehen wir jetzt rein. Wir haben nämlich das Video Unimog am Steilhang versenkt. Kreuzfahren wie Opa. Weiter. Darum haben wir einen Unterfahrschutz draufgebaut, weil heute wird es wirklich angeblich extrem. Das sehen wir jetzt gleich. Mit einem bisschen Holz fahren, also weiter oben frei ist. Geil. Batsch. Kuss geht raus. Nee, also der ist sehr sympathisch. Ich glaube, der hat uns damals auch unter das Video geschrieben. Auch danke dafür. Ja. Naja, ganz einfach. Ihr seht schon, da sind die Rungen dran. Da übrigens kleiner Praxistipp. Das sind also Karabiner. Dann kommen die Ketten auch weg da. Okay, also ich muss wieder genau hinhören. Ich verstehe das immer sehr schlecht, dieses Bayerisch. Im Endeffekt von mir so halt kleine ist. Aber bis um die Folie halt. Geil. So ein alter Unimog ist halt auch wirklich was Geiles. Ja, ist geil. Ist doch ein Unimog, oder? Ist ja kein MB-Truck. Ist ein Unimog. Oh, Junge. Was war das für eine wilde Kameraführung? Die müssen wir aber jetzt nochmal anschauen. Aber ganz wild. Aber ganz wild. Oh, je. Sehr gut. So, fahren wir mal raus zum Holz. Hier, das ist er. Oh, ist das geil, oder? Das ist hier schön, wird schön. Guck, hier wird Mais geerntet. Ist das geil. Da geht mir richtig geil ab. Da blüht mir auch das. Da blüht mir auch echt das Herz auf. Guck dir das an. Klasse. Ist das geil. Da musst du arbeiten noch in dem Gerät. Ja, da musst du noch arbeiten beim Fahren. Da ist nichts mit einfach mal reinsetzen und Gas geben. Mein Kumpel hat einen alten Ford-Traktor und als wir unser Haus gebaut haben, ich habe das schon mal erzählt, musste ich zu 200-300 Tonnen Frostschutz mit einem Lidl, mit einem Lidl, mit einem Fliegel, mit einem Lidl-Anhänger, Junge. Da bin ich los, ey. Du los, ey, mit einem Lidl-Anhänger. Mit einem Ford und alten Ford-Traktor und den Fliegelanhänger. Und da hat er so gesagt, wir haben auf dem Platz unten haben wir den Frostschutz liegen gehabt. So 200 Meter weg. Und da hat er mir gesagt, komm, fahr runter, der Radlader steht unten. Radlader aufladen, herfahren, abkippen, runter, Radlader aufladen, ne? So, und das habe ich gemacht. Ich sag, Alter, das war für mich der Wahnsinn. Alter, das hat so viel Spaß gemacht. Den ganzen Tag nur da runter, in den Radlader rein, batsch, 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 5, 6 Schaufeln da drauf. Ne, und wieder hochgefahren, rückwärts rein, abgekippt und mit dem Ford und... Oh, es war geil. Also es war geil. Irgendwas macht Laune. Übel geil. Auch hier. Herrlich. Danke fürs Ab- und Teilen. Gerne. Geil gemacht. Geil gemacht. Auch hier, guck, geht ein bisschen ins Gelände auch. Aha. Da sollt ihr auch Sperren haben, glaube ich. Und Allraten allen drum und dran. Guck dir das an, wie das ist durch und durch. Bei dem ist halt geil. Ah ja, ich wollte gerade sagen, bei dem ist geil eigentlich, der hat, was, also, der hat eine gute Bereifung fürs Gelände, glaube ich. Mhm, aber hier schmale Reifen. Ja. Ja, ist Stock. Ja, halt. Ja, du Stock. Ja, das bringt jetzt nichts. Vielleicht ein bisschen nach rechts oder links rüber. Genau, langsam versuchen.
Ja, so würde ich es auch machen. Absolut richtig. Mit meinem Corsa. Ja, noch Steckle rein. Oh, Kameramann müssen wir dann mal später erzählen. Unimog-Film, wenn der so einen Berg hochfährt und ich die Stöcke auf den Boden legen. Ein kleiner Spaß. Hallo, hier wird Reactions mit Herz, nennt sich das hier, das Format, ja? Oh ja, oh ja. Ah, ach, guck mal. Guck hier, wir, ne? Oh, die hat aber einen guten Bildstabilisator. Ja, das stimmt. Aber sie ist gut live gekommen. Du bist mit meinem Vater damals auch immer in Wald Holz holen, ey. Boah, hab ich, also das war echt. Hast immer im Wald, Holz schleppen, Holz holen, spalten, sägen, einlagern und mein Vater war so ein Holzfetischist, Alter. Der konnte nicht genug haben. Oh, ganz schlimm. Wir haben halt auch eine 24 kW oder 26 kW Holzheizung gehabt, so einen richtig großen Verbrenner. Ja. 1500 Liter Pufferspeicher dran und für Zentralheizung mit Gas kombiniert, ne? Gas war ja bei uns das ganze Jahr aus. Wir haben nicht einen Kubikmeter Gas verbraucht. Da ist halt schön mit Holz drin, ne? Naja. Dementsprechend musstest du aber auch so 10, 15 Raummeter ranschaffen im Jahr, ne? Das ist klar, da hast du keine Ruhe, ne? Klingt nicht viel, aber ist natürlich hier mit dem PKW und Anhänger und alles, ne? Wir hatten da ja keinen Traktor. Da ist das schön viel. So, mhm. Vor allen Dingen, das lässt sich ja dann auch verräumen und machen. Und alles mit der Hand und du hast einfach alles auch 10-mal in der Hand, ne? Ja, ja. Du lädst, also du sägst, du schneidest, du lädst auf, du lädst ab. Du fasst wieder an zum Spalten, du fasst wieder an zum Sägen, du fasst wieder an zum Wegräumen, du fasst wieder an, um es dann reinzuholen und fasst wieder an, wenn du es in den scheiß Ofen haust, Alter. Und das letzte Mal fasst es an, wenn die Kackasche unten noch rausmachst. Und dann haust du es in die Mülltonne und die Mülltonne musst du auch wieder anfassen, um sie rauszustellen. Und draußen, wenn die Müllabfuhr nicht geholt hat, musst du die Mülltonne wieder anfassen und schaffst sie wieder rein. Und erst dann ist das Holz weg. Kennst du das auch mal mit Kohlen schippen? Wir hatten früher, ganz früher Kohlen, ja. Auch. Mhm. Stimmt, haben wir auch Kohlen gehabt früher, ja. Haben wir auch immer jetzt mit verbrannt. Wenn er in der Früh immer ankam, der Kohlenlaster. Ja. Dieses Kohlenschippen. Oh. Naja, was ist denn das für Holz? Also jetzt mal ehrlich. Das ist das verpufft doch. Das ist ja für Kamin. Ein schönes Messer, aber. Das macht sich gut. Oh, das ist ja wirklich praktisch. Das ist gut zum Essen. Gut, die fahren wahrscheinlich einfach nur gleich. Waldpflege gemacht, Wald sauber gemacht, ne? Bisschen Bruch oder so weg, keine Ahnung. Mhm. Natürlich gut, wenn man früh na, wenn die Äste, wird das halt, muss ja auch weggefahren werden, kannst du nicht. Ja, guck hier, ja. So, jetzt haben wir noch so viel Affe, dass Ketten so gingen und. Was hast du gesagt? Läuft das jetzt auch nicht unbedingt? Diese super sachte Ketten. Ah, okay, cool. Stimmt, klar muss ja die Ladung auch irgendwo sichern. Machst die Ketten drüber, fertig. Auch hier der kleine Mann noch mit drin, cool. Die Kinder ist, da ist das noch Highlight. Ist da für die Kinder, ich wollte gerade sagen, für die Kinder ist das doch Spaß, oder? Im Wald draußen, da können die rumtollen, rollen, spielen. Können ein paar Stöckchen damit drauf tun, dann können sie hier, guck mal, hier mitfahren, das gehen die doch feste, das ist doch geil. Weil die schlafen abends, wie eine Eins. Na klar. Das ist, so ist das hier, die Stadtkinder da draußen. Ihr ja. Fortnite-Kinder! So muss das aussehen! Macht euch im Wald! Ihr Fortnite-Kinder. Generation Fortnite! Ihr Fortnite-Kinder auf Lidl-Anhänger. Oh nee, ey. Oh, heute verliere ich wieder viele Zuschauer. Gut. Eieiei. Ja, das Glück ist mir jetzt mal ohne Hilfe. Also ich schaue oh, ich finde das herrlich mit den Kiddies. Ja. Also das finde ich echt klasse. Das ist echt gut. Nein, lohnt schon. Und, guck ist mal, schöne sehr vorbildlich mit Warnweste. Da ist ein Holzblut. Das stimmt. Das heißt, das fahren wir da her. Der Opa hat das immer mit heimgenommen. Hä? Der ach, jetzt laden sie es hier wieder ab, oder was? Also zeig spar gleich im Wald lassen. So. Ich glaube, da verbohren ja, im Prinzip machen sie es so, wie es der Opa damals nicht gemacht hat. Ja, aber jetzt laden sie es da wieder ab. Das ist ein Motten. Oh, das ist ja auch alles miteinander verknödelt, ne? Oh, ja, Abfahrt, Alter. Aber siehst du, geht doch gut. Oh, hätte ich gar keinen Bock drauf. Oh.
Da hättest du schon wieder einen Anfall gekriegt. Wutanfall. Komplett cholerischen Ausraster. Da hättest du mir schon wieder geschrien. Komplette Ausraster wäre das schon wieder geworden mit mir. Das ist aber auch... Nee. Ja gut, und dann vom Rand, wer holt das dann ab, oder? Ja, vielleicht lassen sie es da trocknen und so, dass es da... Du musst halt mal sehen, vielleicht fahren die auch im Winter dorthin und holen das. Wenn das dann dort unten liegt, können sie es ja besser wegholen, als wenn es drin liegt, im Wald. Hier sieht man es schön. Ja, sicher hast du recht, auf jeden Fall. Ja. Hier sieht man schön, keine Differentialsperre. Ja. Links, rechts, dreh durch. Oder hat er eine vielleicht? Das klingt immer so witzig. Ich liebe ja diese Dialekte. Ah, oh, sehr gut. Da bin ich höchstens nicht müssen. Die geht hinter auch nicht. Jetzt hast du gesehen, jetzt hat er irgendwas zugeschaltet. Kann das sein? Ja, ja, weil es so diesen Ruck gab. Ich glaube, das war die Differenzialsperre. Ihr seht, hier das rechte Rad nimmt die Kraft gerade weg. Das dreht durch. Das, an dem linken kommt nichts an. Und jetzt so. Die geht hinter auch nicht. Batz. Jetzt, zack. Das ist die Differenzialsperre. Da wird das blockiert und dann geht's weiter. Im MB-Truck. Mit Lidl-Anhänger. Na, kommt da hoch. Hat einen ziemlich schmalen Reifen, ne? Der spielt doch nicht. Der spielt nicht da hinten. Ja? Versteht kein Wort, Alter. Oh, jetzt aber mit Jala. Gib ihm! Jawohl! Nein. Funktioniert nicht, im Vorder- und Hinterachs. Ah. Das konnte eigentlich nicht sein. Die Sperre funktioniert nicht. Oh, jetzt haben sie aber schon gut umgegraben hier, ne? Mhm. Ja, mal zu der Hinterachs und zu der Vorderachs, ob du was hörst, wenn ich schalte. Da hören wir was. Das hören wir. Hört man da was? Ja. Hast du geklackt? Ja. Da aber jetzt hast du... Aber jetzt hinten drin und auf. Boah, Alter. Ist schon geile Geländegänge, ich muss mal schon sagen, das ist schon geil. Hey, jetzt gibt da was. Sperre nicht funktioniert, bist natürlich am Arsch, ne? Das war jetzt echt ein bisschen peinlich, tut mir leid. Und man hat gesehen, dass die Sperre nicht geht in der Vorderachse. Und in der Hinterachse zeitweise auch nicht. Das ist mal richtig. Das ist schon gut komisch. Ja, ist halt auch ein altes Gerät, kann halt auch mal was sein, ne? Auf jeden Fall, ey. Die Unterketten nicht drüber, sondern von Anfang an gleich die zwei Ketten oben dran. Schauen wir mal, theoretisch machen wir da einen Ketten auf, ein Bordwind auf und können wir es dann abschwimmen auf alle Seiten. Weil der Kipper geht ja noch nicht. Ach, der hat eigentlich einen Kipper, okay? Okay. Da ist der Chef. Und Chef, was gibt's Neues? Ja, wie Alter, komm da rein. Hm. Jetzt haben wir die letzte Vorführung heute. Da hinten irgendwo liegt noch was. Aber jetzt wird es finster. Und der Vater schneidet dann das zusammen. Jetzt fahren wir jetzt am Holzplatz runter. Und dann sehen wir weiter. Es wird quasi an Holzplatz gefahren, dann wird es zusammengeschnitten und dann wird es halt gleich klein gemacht, abtransportiert. Es ist auch krass, wenn das Holz da im Wald liegt, wie trocken das wird. Ja, wenn das geschnitten einfach im Wald liegt, nicht abgedeckt, gar nichts. Mhm. Das wird richtig trocken, ne? Ja, das der Weg ist schon gescheit eingewachsen.
Boah, die fahren aber Wege, du. Guck mal, wie es da abgeht. Okay, sorry. Ich habe mich vorhin da. So, und was haben wir heute gelernt? Ein Unimog ist kein Unimog, wenn die Sperre nicht geht. Ist einfach halt so, ne? Ja, Sperre müssen wir richten, Anhängersteckdosen müssen wir richten, Zugmantel müssen wir richten. Der Unimog hat die letzten 30 Jahre vorher einen Opa gute Dienste erwiesen. Der hat im Prinzip das Gleiche gemacht, weil das, was wir hier heute gemacht haben damit, das hat auch super funktioniert. Aber der war natürlich vorher schon ausgelaugt. Der war im Milchtransport eingesetzt. Aber da machen wir einmal eine Geschichte drüber. Und jetzt ist er 55 Jahre alt geworden. Der macht, da darf man schon mal Alterserscheinungen haben. Wenn es auch nervt, ja, mal schon so. 55 Jahre, Wahnsinn. Undenkbar mit dem heutigen Fahrzeug. Das stimmt, das ist wohl wahr. Alles, was heute auf, vom Fließband kommt, wird in 55 Jahren zu 100% nicht mehr fahren. Das ist ein bisschen schöner. So, Standplatten beseitigt, Holz für die Kleinen. Standplatten beseitigt, geil. Aber schön war's. Wenn sie so ausschaut, passt. Ja, jetzt gleich noch wichtige Sache. Dodend, immer nachschau, dem Dreck da mal rausräumen, wenn da einer drin ist. Das ist ja der Spritzer. Aber wenn da dann der Nassen drin ist, dann machen wir das Drucker legen. So, sieht schon alles gut aus. Forstunterfahrschutz natürlich wegbauen, wenn man nicht braucht, weil der frisst den Öldruck. Durch Temperatur. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. So ungefähr hat es der Opa auch gemacht. Bloß, weil er das schon gesagt hat, für den Opa war das mehr eine Meditation. Ja, so, leider ist das Video jetzt auch schon wieder gegangen, aber da zieh ich nicht runter. Also, ich finde den so sympathisch und witzig. Da wird sofort informiert, wenn das nächste Video kommt. Ich wünsche euch auch viel Spaß mit denen und mit den alten Videos. Gibt es auch noch interessante Sachen zum Sehen. Nächsten Highlights kommen, der Muck will immer was zum Do. Schaut euch gerne eine Collection an, dann fährt der Muck auch mal zu eng. Der Foto kommt mit. Ah, ist sympathisch, der Kleine. Ja, auf jeden Fall sehr sympathisch. Gut, wir sind am Astra durch. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen um 12 geht's weiter. Lasst das Neue da. Wir sind erstmal raus. Tschüss und ciao. Ciao.